So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends. Und heute spiele ich Zac. Kurze Hintergrundgeschichte, ich habe mich neulich eingeloggt. Auf irgendwie habe ich sechs verbliebene oder fünf verbliebene Champions geschenkt bekommen. Mit McFinn, mit dem Hinweis, ich sollte mir eventuell Zac austesten. Und why not? Ich habe den bis jetzt noch nie gespielt. Ist gerade das erste Mal. Ich weiß gar nicht, was der 100% alles drauf hat. Und ich klopfe einfach mal los. Also. Ich bin jetzt das erste Mal, ich habe mir die Fähigkeit gerade durchgelesen. Ja klar, im Groben weiß man, was er ungefähr kann, aber... Wir gucken mal, was das wird. Ich habe jetzt einfach mal das Wegeskill. Ich habe mir kein Itembild angekaut. Ich habe mir gar nichts geschaut. Angeschaut. Ich soll immer die Blobs da einsammeln, gell? Dann wird man geheilt. Oh lol. 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 Alter, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtigen Runen im Master wissen, was ich nicht alles habe für den Schwabbelkopf. Denn ich habe hier die Kekse drin und der hat ja gar keinen Mana und ach egal. Alter, ich bin nicht mehr up to date. Ohne Witz, ich muss mal wieder alles optimieren. Schon lange nicht mehr alles optimiert. Ist das richtig so? Ich hoffe doch mal, dass es richtig so ist. Da pupst jedes Mal so ein Kackpopel raus. Lol. Ich habe jetzt mal die noch geskillt. Und dann probiere ich gerade mal. Springt der bis ganz rüber? Ne, springt er nicht. Okay, die muss ich erst noch hochleveln, schätze ich. So mache ich mal hier. Jetzt aber blub wieder so ein Schwabbel raus. Lol. Man muss immer die Passive auch nutzen mit dem hier. Vieles einsammeln, gell, sonst verschwendet man das. Gerade so eingefallen. Ich glaube, der Zac ist nichts für mich so als Champion. Ich glaube, der ist einfach nicht mein Typ. Der ist mir zu schwabbelig. Oh, oh. Und, wenigstens habe ich einen Redbuff noch gesmited. Ja, geil. Leute, ja geil! LOL, das ist ein Amumu, mich counter-jungelt. LOL, damit habe ich auch nicht gerechnet. Gut, Tarik top, ist der irgendwie reworked worden, schätze ich mal, weiß ich nicht. Ich gehe mal los, was ist denn eigentlich mit der Katta los? Hat die was geschrieben oder so? An enemy has been slain. An ally has been slain. Nö, die Katta nichts. Ja, jetzt kommt's auch wieder. Lol. Ja. Oh, da ist er. Das war nicht gut. Es ist übelst schwer, die Schwabbel jedes Mal einzusammeln. Ich muss die ganze Zeit von A nach B laufen. Da verpasst man die eine oder andere Auto-Tag. Ich skill mal die W zuerst, dann die E zum Ganken und am Schluss die Q. Boah, ich muss voll nachdenken gerade. Wie spiele ich am besten? Alter, diese Kackkrabbe. Ich komme doch nicht ran, einfach scheiß Vieh. Sag mal. Können wir stehen bleiben? Kann der Zac überhaupt was? Ich smite jetzt. Kein Bock mehr, ich smite jetzt. Kann ich irgendwo ganken? Nein, gerade nicht. Ich, geh mal dahin. Und versuche erstmal ein paar Mobs im Jungle durchzukriegen. Und wenn ich irgendwo ganken kann, dann mache ich das. Aber gerade sieht's irgendwie nicht so geil aus. Oh lol, was geht mit Tarik ab? Ist er bereits fertig gereworked worden? Wie kann der Tarik deine Nase splitten? Ja, schade, der ist halt auch schon Level 6 jetzt hier gerade. Also ich meine den Midlaner. Bisschen draufkloppen. Ich habe Zac wirklich nicht geübt. Ich habe nichts mit dem gemacht bis jetzt. Es bringt überhaupt gar nichts, wenn ich da nach oben springe. Was soll ich denn da groß machen gegen den Tarik jetzt?
Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie die ganze Zeit nicht so krass viel Sustain irgendwie. Also klar, das heißt nicht krass viel Sustain. Ich habe das Gefühl, ich hänge die ganze Zeit bei der Hälfte des Lebens rum. Ich denke auch mal, der Tari killt mich, wenn ich da hingehe. Das ging gerade noch so gut. Hui, ich setze mal hier im Warten. Dann porte ich mich mal weg. Ja gut. Amumu hat mich anscheinend gesehen, da mal gewartet. Lol, der kriegt ihn nicht. What the fuck ist mit Amumu los? Hören wir jetzt hier, dass ich gehe auf Tanky die Tank Tank. Warum kauft man sich auf Zack das da hier? Das Enemy Jungle Mob Clown Ding, weil Zack ist jetzt nicht so der Counter Jungler irgendwie. Lol. Ich habe mir mal das andere geholt, damit ich einen zumindest smiten kann. Ansonsten, genau, Spirit Visage ist generell gut. Die haben einen Amumu und einen Swain und Tari, keine Ahnung, was er gerade macht. Der ist halt reworked worden, aber. Oh, komm ich da irgendwie an? Ja gut. Da muss ich auch schon wieder nichts machen. Aber wie lange habe ich überhaupt Zeit, diese Schwabbel von mir da einzusammeln? Bevor die verschwinden? Das weiß ich auch nicht. So, jetzt habe ich meine Ulti zumindest schon mal. Gut, die Cut hat aber auch kein Mana, also kann ich mir den hier theoretisch nehmen. Ja, ich glaube, die WS geht als erstes wirklich sehr. Ein recht geringen Cooldown. Lol, viele Blobs hier einfach rumliegen. Alter, an die Mechanik muss man sich erstmal gewöhnen. Okay, ich denke aber nicht, dass Zack ein Champion generell für mich ist. Mal gucken, wie es so nach dem Game aussieht, wenn ich so ein bisschen spiele, wenn ich so spiele. Aber ich denke mal, ich bin nicht so gut mit Zack generell. Oder der Typ einfach für Zack. Ja, die ist eine ziemliche Popelkanone. Was geht mit dem Nasus eigentlich? Oh lol, da bin ich gerade noch weggekommen. Der hat mich schon gehuckt. Es kann nicht sein, dass mich ein Amumu counterjungelt, ohne Witz. Das kann doch nicht sein. Das ist ein Amumu. Wie kann so ein Fiji counterjungeln? Das ist hochgradig illegal. Amumu ist doch early eigentlich super weak. Muss mal gucken, ob ich jetzt weiter ein bisschen auf die Lanes kann. Also top habe ich ja gegankt, aber... Gut, Gegner, was haben die überhaupt? Die haben Narn Riven. Was geht denn da? Die haben keinen AD Carry. Vielleicht kann ich da mal was machen. Ich gehe mal runter. Jetzt mal ein Rap-Buff respawned. Haben wir da einen Gegner am Start oder was? Soll ich mal hier irgendwie was machen? Wie weit wollen die noch drunter? Hüps. Also auf, gleich kommt hier der Momo, ich sag's dir. Deswegen. Einmal hoch. Wieso ist der noch weiter gedived? Lol. Egal, jetzt muss ich aber echt hier weg.
Back, back, baggity back. Dann mein Schwabbel wieder aufladen. Und mein Popel-Glibber wieder aufladen. Und go. Ja, ist immer so, der Sprung ist schon ziemlich mächtig, weil man den einfach so nicht sieht sonst. Lol. Jetzt sind wir noch unsichtbar. Jetzt sind wir dritt unten. Ja, schön. Was soll ich jetzt machen, um den Turm zu verteidigen? Ich bin schon wieder low life, ey. Warte mal kurz, ich kann meinen Spells herumspammen ohne Ende eigentlich, weil ich ja keinen, wenn ich keinen Damage kriege, dann kann ich mir immer instant voll heilen. Okay. Okay. Also Schaden mache ich ja so ziemlich. Alter, was für Profi am Start. Ich habe jetzt einfach mal gesmited, weil ich... Ja, Bottor, ganz ehrlich. Ich kann da jetzt die ganze Zeit campen. Trash is an Afghaner Base. Ja, die ist nicht gut. Gibt das... Oh, das setzt ein Stück vom Cooldown zurück hier, wenn ich einen Blob einsammle. Lol, das wusste ich ja noch gar nicht. Okay, Nasus macht Tarik. Lol. Obwohl, Zack ist ja... Ja, hat gewisse Vorteile. Zack hat echt gewisse Vorteile. Ich hole ihm Magieresistenz. Auf geht's. Da würde ich gerne mal reinhüpfen. Oh, Kat hat noch gekriegt. Ja, ich musste super flashen, weil ich keinen Jump mehr hatte. So, Laterne. Flash-Laterne. Oh, hab ich dann noch gekriegt. Es war knapp hier. Der damit noch drauf gehen können. 2, 2, 3. Hey, so schlecht bin ich hier gar nicht mal. Oh, da war die Riven wieder. Der hätte sich da nicht backporten dürfen. Oh, das macht ja übelst Damage an sich hier. Also das Weh. Als nächstes maximiere ich mal das E wegen der größeren Reichweite. Ich habe gerade schon wieder falsch gemaxt. Oder ist die Reichweite dann größer? Ich glaube ja. Alter, wie viel da Zeug rausploppt. Mal gucken, ob unser Mu gleich wieder hier beim Red Dot ist und auf mich lungert. Basic Attacks resetten auch das W oder was? Was geht denn hier? Ja, die kriegen den. Das Basic Attacks über Blocks. Weiß gerade nicht ganz. Okay, wenn er 1 von sich selbst absorbiert wieder. Mumu scheint ein Bot zu sein.
Mal gucken, ob ich dann hier den Blue Buff klauen kann, falls einer da ist. Okay, ist das keiner da. Ich habe trotzdem mal geboardet hier. So, oh, da fahrt sich einer hin. Ich bin da. Aber wieder nichts, was ich machen kann. Hat ja schon ein bisschen ordentlich Damage, ne? Was haben wir denn so viel gezogen, ey? Tarik? Tarik 2324 Mixed Damage zwischen True und what? An enemy has been slain. Hä? Will mich verarschen? Was hat denn der gemacht, bitte? What the fuck ist mit Tarik los? Ist er jetzt endlich mit Ezreal verheiratet oder was? Lol. What the fuck? Ja gut, der Nasus hat ja auch die richtigen Items. Weiß ich nicht. Jo, Trash. Trash damit hochgehen können. I could really use a snack right now. Ich hab das Gefühl, der ist irgendwie oben lang gelaufen, aber. Wieder gerade absolut nichts, was ich machen kann hier. Absolut nichts, was ich machen kann. Meine Güte. Ich mache immer Dings rein, weil immer Action ist, im Normalfall. Was für ein Game. Ich sollte hier einen Ward setzen. Oh, da kam auch noch ein Heal durch von irgendwas. Wer hatte denn den Heal? Oh, der Narr. Ernsthaft? Der Narr spielt da interessanterweise AD Carry. Holy moly, den Amumu hätte ich wieder gekillt, aber. Die wohnen hier alle zusammen auf einer Lane. Ich habe das Gefühl, dass der Narr überhaupt nicht denke ist. Das ist schade. Müssen eigentlich mehr aushalten. Und Nivia, warum hat eigentlich jeder dieses Eisbaum geordnet? Ist das so OP? Oh, knapp. Ich hole mir ein bisschen Glibber von mir. Ja, ich guck mal, ob ich da hochspringen kann. Gehen mal auf die Riven. Laterne, Flash, Laterne. Ja gut. So.
Dann. Nächster Turm oder irgend sowas. Ich helfe auch. Captain Schwappelbacke am Start. Oh. Da kam der Hund. So, da bin ich raus. Da gehe ich nicht mehr rein. Keine Chance zu killen, ich sterbe nur noch dabei. Nope. Ja, schön, was soll ich da machen? Ich kann da nicht. Oh, wunderbar. Ich kann überhaupt nichts machen. Es soll wenigstens defended. In der Zeit, wo die auf mich gegangen sind, machen sie den Turm nicht. So, ich gehe als nächstes. Das machen wir den meisten Schaden. Der Tarik, was macht der für Mixed Damage, bitte? 3300. Was geht mit dem Jungen? Verstehe ich nicht. Der macht einen abnormalen Damage. Wo ich denn mal gerade? Haben wir einen Katanasus-Twitch? Ich hol mir das hier. Ja, ich habe alles aufgebraucht für den. Pick on someone your own size. Lol. Ich würde sagen, ich gehe runter. Einen Dragon machen? Ja, okay. Schießt den Ward? Nö. Ich bin auf dem Weg. Ich habe leider kein Smite. Gut, hatte der Tarik auch nicht, aber. Oh, das ist gut. Ich habe aber nichts ready. Oh, die will mich. Ich wusste nicht, ob ich anhalten kann für ein E. Alter. Was ist das für ein Game? Ich baue Full Tank. So aktuell gerade. Jo. Trash geht sie auch. Das Gefühl, der Nase ist nicht so tanky, wie er sein sollte. Da kann ich. Nächstes Item. Was soll ich mir sonst noch auf Zack holen, bestenfalls? Ja. Ich denke, ich hole mir das als nächstes. Ich kann von Zack überhaupt keinen Schaden und sonst was einschätzen.
Ah, bevor ich irgendwie auch rausspringen konnte oder sonst irgendwas. Mu war auch noch da im letzten Moment. Jetzt hat er nicht so viel rausgenommen, aber Basic Attacks, okay, Basic Attacks hat er viel gemacht. Trotzdem. Also soll ich ein bisschen AP holen oder so? Sag mal so, wenn du mit deiner Ulti alle triffst, machst du ja schon ordentlich Damage. 210 mal 4. Alter. Was stimmt mit dem Tarek nicht? Tarek broken, ohne Witz. Mal gucken, ob ich es schaffe, ihn aufzunehmen. Ich habe halt keinen Ulti. Oh, Alter, schaffe ich überhaupt nicht. Der ist nicht down zu kriegen. Der Tarek ist nicht down zu kriegen. Der hat keine Ahnung, wie viel Prozent seines Lebens. Den kriegst du nicht kurz. Ja, okay, da kam wieder jemand anders. Wieder 4142 Damage. Und zwar 4142 Damage, True Damage. Hä? Ich glaube, das buggt hier ein bisschen rum. Sogar die Auflistung hier buggt ein bisschen rum, übereinander gelegt. Achso, Brythen wahrscheinlich irgendwie noch dabei. So. Ich weiß nicht, was ich als Zack überhaupt machen soll. Sind aber auch alle tanky, oder? Na ja, gut, der Gnar vielleicht nicht so. Ich sollte ein bisschen AP-Schaden holen, also das eine. Hier. Das Item. Oder die andere noch. Dann habe ich erstmal genug Verteidigung. Griffin habe ich ja ein 1 gegen 1 gut gekriegt. Ja, war klar, dass hier der ganze Jungle nicht mehr steht. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Auch weg. Komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Ich höre mir das mal als nächstes. Du kommst einfach nicht ran. Alter. Wir haben zu viele Knock-ups. Slows, der kann festhalten. CC. Ja, geht's mit CC, der kann gegen die Wand knocken mit Ulti. Der hat auch ein bisschen CC und der hat auch CC. Holy moly. Nix für mich zu tun. Aber wie gesagt, ich spiele auch zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob die Items überhaupt die richtigen sind. Ich weiß aber, dass Zack irgendwie nicht so in der Meta ist oder auch nicht so gut ist. I was hiding. Why, thanks. I do work out. Just another day on the job. Können wir den Drachen irgendwie machen oder so? Ich glaube, die Gegner haben dieselbe Idee. Komm wieder! Sorry, da hau ich gerade mal ab.
Ulti, 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 Ulti. Ich kann kein Ulti drücken. Ich war 10 Jahre lang betäubt. Ich kann keine Ulti drücken. 10.000 Jahre lang betäubt. Ich habe geerrt wie ein Weltmeister gerade. Trash trifft aber auch keinen. Ja gut, den hat er getroffen. Ich mach halt kein Damage. Fünf Sekunden wieder. Ich glaube, den willst du auch pushen, aber das finde ich jetzt. Der Heal ist aber gut. Weit kann ich jumpen. Alter, das ist der Rad zum Jumpen weit. Kann ich ein bisschen die Basis springen? Oh, die Macaroni. Aber wir kriegen halt den Ist hier nicht da. Ja, der Tarek, der macht hier alles alleine. Der tankt einen Turm. Oh lol. Ah, die sehen mich nicht. Die sehen nicht, dass ich noch lebe. Ha, da bin ich raus. Ich hab's überlebt. Lol, bin die Eiskanne weggekommen. Komm schon. Mehr Life-Rack. Lol, ich hab's gar nichts mehr zu tun. Ja, also neben mir konnte ich gar nichts machen. Ich sollte mal wieder auf eine Lane oder so. Aber der Tarek, der ist nicht down zu kriegen, den kannst du überhaupt nicht dringend machen. Das habe ich ihn gekauft, hier. Den kriegst du einfach nicht tot. Der ist ultra tanky und macht einen übelsten Damage teilweise. Wie wir ein paar Mal gesehen haben. Okay, dann bis zum nächsten Game, lass krachen und tschüss.